Hallo und herzlich willkommen hier auf Flipploid, eurem Lieblingskanal, auch mal wieder mit mir, und mit den wunderbaren Freunden. Ich habe tatsächlich jetzt mich selbst unterbrochen in meinem Satz. Flo und Olli, ich bin super froh, hier wieder mit euch zu sitzen und gleich zum Einstieg so etwas Wunderbares zu gucken wie Twitch Clips Germany. Also kannst du gleich aufholen, was wir so in den letzten Wochen gemacht haben? Ja. Rein. Achso, ich muss Play drücken. Okay. Ja, diese Clips sind nicht gut für euer Gehirn. Schaltet ab. Was ist da los, Alter? Nice. Ich bin großer Fan von dem, was da gerade passiert ist. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber gut. Was das denn, Alter? Das frage ich mich auch. Tschüss. Nein, nein. Du lol. Das gibt's doch nicht. Ist das der Große hier? Ja, ja. Vor allem, was ist denn er für ein Kraftfahrt-Choleriker? Also ja. In dem Spiel Heartrate fand ich schon geil, aber dann 103? Ist schon hoch, ja. 103 ist aber auch, ist, fand ich auch hoch. Ist aber auch aufregend so. Ja, ja, ja. Er hat seine Nase aufgestochen an Mrs. Puff. 180.000. Was ist dieses Spiel? Es geht in meine Yachtanzahlung. Oh, nein! Ich hab zwar nicht verstanden, was passiert ist, aber sad. Sie hat ihn aus Versehen freigelassen, würde ich sagen. Für deine innere und äußere Größe. Oh Gott! Das Assi. Skr, 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 skr. Was war das denn? Lol, Alter. Richtig lustig. War der jetzt das gleiche im Real Life? Was hat er denn, Alter? Er hat eine Karpfenmotte oder was? Ein Karpfenmauspad. Nee, er misst den Fisch, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Ich wusste nicht, dass es dafür Matten gibt. Das war halt auch dumm. Ja. Macht das halt nicht direkt im Wasser. Ich glaube auch, das macht man, also, ne? Aber ich glaube, so eine Matte benutzt man nicht beim lebenden Fisch, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, aber wahrscheinlich wollte er ihn wirklich wieder zurückpacken. Ja, 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 klar, Ehre, so nach dem Motto. Keine Ahnung, Angeln und ich, wir sind nicht so dicke, wir sind nicht so dicke miteinander einfach. Sowohl was Ahnung als auch Verhältnis dazu angeht. Aber prinzipiell, ich glaube, das macht man bei einem niedergeknüppelten Fisch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ein Spielegeschmack, ja klar. Ist er auch. Kappa. Holy shit, bin ich dumm, Alter. Ja, jetzt ist sie verschlossen. Come on, Alter, wie kann man sich denn so erschrecken? Es gibt ängstliche Leute. LOL. LOL. Gucken wir gleich nochmal. Aber ich muss, ey, dieser triste Background, so stelle ich mir das vor, wenn ein Streamer irgendwie irgendwas ganz Schlimmes hat, ins Krankenhaus kommt und sich schnell irgendwie so sein Krankenhauszimmer auf Vordermann bringt, um live zu gehen. Mit so einfach ein bisschen, so einer LED-Strip. So. So ein bisschen, ja. Also, was ist da passiert? Ah ja. Hast du den da hingeworfen, glaube ich? Was? Dann muss ich das doch nochmal sehen. Hier wurde der da hingeworfen. LOL, okay. Durch den Greenscreen sah es so aus, als ob er auftaucht. Ja. Das ist sehr eng. Es ist sehr eng, Mann! Ah, oh nein! LKW-Sex! Oh ja, sieht aber echt so aus. Junge, war ein bisschen rübergezogen. Hier sehen Sie zwei wilde Lastkraftwagen bei der Paarung in ihrer natürlichen Umlaufbahn auf der A100. Sie sehen, der obere LKW begattet das jüngere Weibchen. Oh nein! Nein, du zeigst einfach nur drauf. Was zur Hölle machst du? Ich mach gar nichts!
Frank! Der macht nichts! Oh ja. Lol, Frank ist tot. Frank gehört jetzt der Schlucht! Nein! Frank gehört jetzt der Schlucht. Ich hab gerade so ein bisschen das Gefühl, dass sie so dazu kam und so panisch war, dass er ihren Spielstand weitergespielt hat oder sowas. Ja. Kann das sein? Ja. Sah ganz so aus. Eieieiei. Wir brauchen nur unseren IC. Was ist mit dem Ton? Und alles wird gut. Das ist der Ton. Nur auf Speed. Lol, Alter. Weggenutzt. Klang ja furchtbar. Ich kann nicht mehr. Ja, es war emuliert und die Geschwindigkeit krass erhöht. Ist der noch... Oh mein Gott. Das war... Ich muss sagen, die Erschrecker von den beiden gefallen mir in den letzten Compilations immer mit am besten. Vom Flop, weil die so richtig Auto, herzlich sind. Ja, stimmt schon. Voll gut, Mann. Ja. Boss, ey, das Spiel machen wir heute aus. Es ist gut. Auch männliche Dominas? Ja, das gibt es. Die nennen sich dann Master. Und die sind... Oh, Master und Slave, noch eine schwierigere Kombination. Am Arsch, die nennen sich Dominik. Das ist Dominik. Ah, der war gut. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass sie es gar nicht geschnallt hat. Im Blick auch so lost, Alter. Ja, Dominik und Sabine, genau. Oh, warte, ich muss noch klicken. Gottes Willen, ja. Lord, 14 Klammern. Ich will das nicht streamen. Nein, ich will dort klarstellen. Das sieht aus wie eine fiese Krankheit. Ja. Hast du scheiße eine Mutprobe am Laufen? Blöder Ficker. What? Lol, Alter. Auf der Autobahn? Hey. Hast du mal geguckt? Das ist ein LKW. Das ist ein LKW und du hast ein Kind im Auto. Bist du wahnsinnig? Gott, da war Platz. Da, ja, dann ist da kein Problem, aber dann warte doch, blink doch einfach, zieh doch nicht einfach rein. Ich sehe das nicht, wenn du direkt an der Ecke reinziehst. Das ist gefährlich, mach das nicht. Das ist wirklich gefährlich. Wie gut, Alter. Voll gut. Herr Lisa, auch auf eine absolut korrekte Art, wenn du mich fragst. Ja, zu Recht. Vor allen Dingen hast du richtig gesehen, wie er sich fangen und runterspulen musste, weil er gemerkt hat, da saß jetzt doch nicht so ein blödes Arschloch, sondern einfach eine Frau, die halt nicht wusste, wie sie sonst so, die war jetzt panisch, hätte die Ausfahrt verpasst. Du hast ein Kind im Auto, hat sie voll erwischt, wettig. Ja. Und dass er sich da so gefangen hat, Alter, Respekt, Mann, Ehre. Aber so passieren Unfälle, ne? Also wenn du die Wahl hast zwischen jetzt gefährlich vom LKW rüberziehen mit Kind an Bord und die Ausfahrt noch kriegen oder vielleicht einfach die fucking nächste Ausfahrt nehmen. Ich wüsste, wofür ich mich entscheide. Ja. Ich war mal auf deinem Insta-Profil. Ich würde mich übrigens entscheiden, auf jeden Fall die Ausfahrt zu nehmen. Ich auch. Ich muss sagen, das von den bunten Waschbären finde ich richtig gut. Das ist kein Waschbär. Bad. Na was? Was war denn das? Das war's. Die Suppe sieht so anders aus, einfach. Hä? Habt ihr das gerade gesehen? Ist ausgelaufen. Vielleicht machen wir das beide auch mal schön Pool-Stream. Komm, wir setzen uns einfach in die Mitte. Echt? Willst du da sitzen? Nicht in den Schrank. What the? Okay. Lol. Können wir ganz kurz darüber reden, wie er sitzt, während er spielt? Ja, das ist ja die Idee, glaube ich, von dem Stream. Ist ja ultra laid back. Ja, ich dachte, er ist einfach... Er schläft. Das könnte auch sein. Ich habe plötzlich einen Ohrwurm von Give me Thilidin. Ja, ich könnte was brauchen. Von geil, um diese Augenschmerzen auf. Das ist geil. Werbung versus Reality. Wartet, mach mal ein Bild von. Das ist echt so. Werbung versus Reality. Was man am Ende so bestellt. Sieht 1:1 wie auf dem Bild aus. Sad. Oh.
Nicht? Kein Bumsi-Bumsi? Wir haben einen Mörder vor der Tür. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know. No, bestes Spiel, Alter. Hades ist so gut. Ja. Hab ich ihn? Nee. Hast du noch nicht? Es kommt der zweite Phase. Ich glaube, ich habe ihn. Ey, wenn er jetzt so eine Phase hat, dann gehe ich sterben, ey. Ja, bad luck. Und die ist ein bisschen härter das als die erste. Das ist doch jetzt nicht dein fucking Ernst. Ich habe bei dem das schon ein paar Mal geflucht. Das ist doch jetzt nicht dein fucking Ernst. Sad. Wie Lazy guckt. Flieg mal hin, auch hin, wenn Lazy guckt. Oh. Mach deine Mutter. Guck mal, da ist ihre Mutter. Ja, Vorsicht, vielleicht zieht sich da gerade. Oh! Ja. Mein Thron ist in die Blume fliegt! Jetzt bist du in den Blumen von den Nachbarn. Oh nein! Unangenehm! Was hast du gemacht? Nein, ich muss die Krone wieder! Hier ist in den Blumen von der Vermieterin! Oh nein, oh nein! Oh nein! Wie unangenehm, oh, wenn du mit einer Drohne aufs Grundstück deiner Vermieterin fliegst, ist halt. Ungünstig. Ja, aber das sind auf jeden Fall schon mal 3 Performance-Punkte Abzug. Ja. Kann ich schon mal sagen. Ja. Wie er läuft. Aber aktuell hat sie noch die wesentlich bessere Bestechung am Laufen. Das stimmt. Ja. Habt ihr das? Ist meine Katze gerade abgestürzt? Falt. Jo, Digga, was. Oh, sad. Oh, lol. Nice. Kollisionsabfrage on point. Das gibt doch Style-Punkte, oder? Alter. Rackelhahn? Ja, Mann. Was ist da passiert, Alter? Das war der Kick vom Rackelhahn. Ja. Was ist denn das hier? Das ist ja das Beste ever. Wie er den Pfosten knutscht, ey. Das ist ja wirklich richtig schön die Eier zerschrotet da dran, Alter. Aber wirklich. Vor allem mit der Ansage. Was ist denn das hier? Die Pose ist ja einfach nur göttlich, Alter. Richtig. Mega. Richtig gut. Oh, lol. Stark. Step, bro, help me, I'm stuck. Well, you end up going to be a really good friend of mine. We all said it was high class. Well, that was just a lie. Well, you said it was high class. Well, that was just a lie. Wenn der Elvis durchkommt. You end up going to be a really good friend of mine. Mann. Ich hab ewig nicht mehr Elvis gesungen. Ich müsste ihn mal wieder hören, damit ich. Wird schon alles schiefgehen. Also ich hab mich ja eigentlich nicht auch. So bei sowas. Also ich grusel mich jetzt nicht so schnell, muss ich sagen. So. Ich bin scheiße! Technisch gesehen hat sie ja gesagt, sie gruselt sich nicht so schnell. Sie hat nicht vom Erschrecken gesprochen. Ja, das stimmt wohl. Truth has been told. Oh shit, oh shit. Dafür gucke ich einfach zu viel Geisterkram. Oh mein Gott. Okay. Ja. Ja. Lol. Nein, sad. Wie bitter. Warte, ich muss kurz auf die Zeit gucken. Hat er einen guten Run gehabt? Wie stand er denn? 21, 24. Warte mal, plus, minus. Naja. Ja. Geht. Also, war jetzt nicht sein bester Run. Da kann man schon mal drüber hinwegsehen. Ich sag dir, es lag am Overwatch-T-Shirt. Ja. Es gibt übrigens eine Firma, die diese Dinger druckt, damit man sie nachbauen kann. Oh mein Gott, dann kann ich es nochmal sagen. Ich komme da. Oh Lord. Mission accomplished, würde ich mal sagen. Oh.
Oh, oh. Schon Tilt-Error. Da kommen noch welche. Das Boot hat weggeschlagen. Sind sie alle da reingegangen oder was? Na, das ist diese Kooperation mit McDonald's, wo sie Sub-Bomben verteilen. Mann, wieso? Wieso immer out of context? Ich hasse euch! Wieso? Weil's dann lustig ist. Babypuder. Luna hatte immer übelst viele Pickel und hat deswegen gesagt, ich möchte keine Foundation und so mehr. Aber doch nicht für Latex. Und da habe ich die Info bekommen, Luna, nimm Babypuder, weil du glänzt immer wie so eine Speckschwarte. Zack, kannst du dich halt einfach abpinseln und glänzt danach nicht mehr. Ich glaube, da kämpft gerade ein Lama ums Überleben. Bist du doch aber auch saublass, oder? Ich muss gerade leider mal kurz eine Rettungsaktion machen. Tut mir leid. Ah, er hat dadurch erst Fall Damage bekommen. Einfach, O2 will mir nichts anbieten. Ja, guck mal, da ist der Ruhepuls von 70 auf einmal auf Hochblut. Sweet der Animation. Hoch. Du sagst das falsche Wort zuerst. Bluthochdruck. Nicht Hochblutdruck. Der war ja gut. Okay, ich lese diesen Satz jetzt einfach mal ganz kurz vor, damit ihr am besten genauso geschockt seid wie ich. Der liebe Iggy27 schreibt, ich habe seit 3 Wochen einen Kater. Bei jeder Chance hält er mir sein Arschloch ins Gesicht. Unsicher, wie ich mit der Situation umgehen sollte, habe ich einfach dran geleckt. Und er ist weggerannt. Ich glaube, er mag mich jetzt nicht mehr. Habe ich was falsch gemacht? Sollte ich ihm auch meins zeigen? Bitte hilf mir. Schön. 10 von 10 habe ich das gekriegt. Klassischer Fall von Cat-Rimming, Alter. Oh, Homer, du trägst ja ein Haargummi für deine Haarpracht. Das ist ja toll. Ich wollte eh schon mal ein Haargummi kaufen, weil du hast so viele Haare. Die fliegen dir immer ins Gesicht. Gut, dass du ein Haargummi hast. Homer, ich wollte dir nicht das Haargummi. Ah! Ah! Lustig. Tja. Was, wieder so ein klassisches Spiel. Ja. Der Held, der absolute Badass vor dem Herrn, Alter, zerkloppt jeden Dämon in 0, nichts, aber kann nicht fucking schwimmen. Na, hast du mal geguckt, wie viel Metall an dem dran klebt? Ah, oh Gott. Der hätte ja untergegangen wie ein Stein, Alter. Ist ja ein weiblicher Hero, da ist nicht viel Metall dran, Olli. Stimmt. Außer vielleicht im Teambereich, Olli. Als Schmuck, Olli. Durfte nicht schwimmen lernen, weißt du? Nein! Nancy, Torte! Hä? Wie groß ist der Püschel von ihrem Mikrofon, Alter? Hat einer gesehen, wo die hingeflogen sind? Sucht sie das in ihrem Haar? Ach, lol! Das hängt doch rein! Das ist super lustig! Oh mein Gott, das hängt einfach in den Haaren! Oh! Ich habe mich dadurch sogar. So eine Situation hatte ich auch schon mit Frauen. War aber anders. Ah. Ja, ich verstehe. Ja. Ah, ja. Wurde sogar im Regen. Wir haben Pokémon-Karten gekauft. Und Magas. Das war ja nice. Ist so genial. Alter, dieses Spiel ist so schwer. Ah, was ist das denn? Oh mein Gott! Was ist das? Safecam, nicht drücken! Oh mein Gott, was ist das denn? Oh mein Gott, das frisst mich! Jetzt einmal schaffen, dass ich das alles vom Stiel so hoch und dann so in den Mund. Schafft er nicht, wenn er das schafft. Oh, sad, Alter, das war. Das war richtig. Er schafft das. Das wäre insane. Die Menschheit ist zu lustig. Oh, da war ein gutes Standbild bei. 69, haha. Ich sehe uns. Er geht auf. Ich sehe uns das in der nächsten Morningshow machen. Hallo? Zeige dich. Ich habe keine Angst. Nice. Vor allem, was war das? Der Geist von Dana Scully?
Warum steht da so riesig Gold Rush? Lol, Alter. Ich bin's doch nur. Geil. Ach, dieses belastende Spiel. Frechter, frechter, Nummer, Nummer, yeah. Warum? Warum hab ich das getan? Was? Was? Nicht schon wieder. Oh nein, nicht schon wieder. Warum ist das gerade passiert? So sehe ich nicht aus. So. Das ist, war so drinne schon. Das habe ich nur wieder verwendet. Er hat das sich aber auch. Nicht. Er hat sich aber auch was aufgebaut. Ja. Man denkt, es wird, kann nicht wilder werden. Oh, das ganze Kostüm. Nice. Aber geil. Es ist, ja, es ist, was es ist. Es ist ein sogenanntes Erdmännchen-Kostüm, ne? Ja, sieht nicht schlecht aus bis jetzt. Bequemlichkeitsfaktor, perfekt. Größe, wahrscheinlich auch perfekt. Aha. Die Erdmännchenverwandlung. Vorsichtig. So. Ich sehe aus wie ein Dackel, Alter. Ich sehe aus wie ein Dackel. Das ist doch kein Erdmännchen. Ich sehe aus wie ein Dackel, Chat. Ich find's gut. Weißt du, wie ein Dackel aussieht? Das sieht ehrlich gesagt ein bisschen aus wie ein bekifftes Erdmännchen, weil die Augen so halt zu sind. Ich finde es auch schade, dass der Kopf nicht über den Kopf geht. Ja, das stimmt. True. Das dass der Kopf jetzt die Haare sind, hab ich nicht erwartet. Nein. Ja. Oh, es schlägt aus. Oh Gott, wir haben Kontakt 6. Grades. Das war unangenehm. Ich habe auch so ohne Kontext, wer unsere Kochsendung nicht kennt, denkt sie jetzt auch so. Ja, das war gut. Braucht das Rezept. Jeden checkt, ich bin letzter Platz jetzt. Nur wegen dem Scheiß. Also ich bin Platz 59. Das heißt wegen des Scheißes. Ey, und die Teichbau im Himmel. Wegen des Scheißes. Okay, jetzt schauen wir mal, ich bin so weit. Ich hab alles von Office geöffnet. Wie lange braucht die Erde, bis sie sich einmal um die Sonne gedreht hat? 24 Stunden. Tage. Was? Die werden halt pushen, weil die halt Pistolen haben. Ja. Bisher machen die das aber nicht. Was? Für meinen Stream. Bram hat den einfach gesnackt. Okay. Den Rest Kill. Machen die. Den Rest. Ach Gott. Okay. Was? So eine Zucchini. Alter. Was zum Fick? Was ist das? Ja! Es ist so eine Zucchini! Ja, es gibt auch so eine App. Was zur Hölle? Oh no! Ich hab gerade mein Cola-Glas zerstört, habt ihr gehört? Ja. Okay, seid ihr auch der Meinung, danke, seid ihr auch der Meinung, dass wenn jemand in Deutschland sagt, ich habe gerade mein Cola-Glas zerstört, dass es sich ausschließlich um den McDonald's-Produkt handeln muss? Um den McDonald's-Glas handeln kann? Ja. Legit, ja. Kein anderes. Ja, ist aber schade, das wäre bestimmt noch im Wert gestiegen, ne? Ach, die Dinger steigen doch nicht mehr im Wert. Die liegen da irgendwo bei Altbüttel rum das in einem Lager zu Hunderttausenden. Das war ein kleiner Inside-Joke hier. Okay. Tanzverbot-Zuschauer wissen mehr. Okay. Habt ihr gesehen, dass wir in ganz Deutschland Platz 39 sind? Wovon? Stream. Ach so, was? Echt? Ja. Yeah. Heute oder was? Nee, generell. Krass. Was heißt denn generell? Was weiß ich denn? Das ist die Twitch-Bewertung. Kannst du nicht sowas droppen und dann sagen? Doch, das fiel mir dazu gerade ein. Ranking funktioniert. Ach, auf jeden Fall sind wir Platz 1 in Deutschland okay, jetzt gerade. Der Kandidat, die sehr verwirrt sind. Von ja. Wir wissen nicht genau was. Mir fiel es ein, genau weil wir über Tanzverbot waren. Ach, okay. Krass. Also nicht nur ein Platz, aber so, ich habe die Liste durchgeguckt. Freunde, wenn ihr wollt, dass die Zahl höher wird, dann, sagt all euren Freunden Bescheid, dass sie hier zugucken sollen. Und zack, 7 Zuschauer weg. Nein. Ja, na toll. Scheiße, okay.
Nichts kann er! Weiter geht's. Haben die immer noch ihre Nerfgun-Nummer am Laufen? Ich glaube ja. Sieht gerade schwer danach aus. Oh. Okay. Das ist ein Dyson. Oh, er ist Snake. Aber wie insane geil sieht denn der Dyson als Cosplay-Waffe aus? Wie kann man sich denn so erschrecken, Olli? Du, das verwundert mich nicht mehr. Ich muss zu Annes Verteidigung dazu sagen, sie war zu Hause alleine. Das macht das ja bei Horrorspielen schlimmer. Ich war nicht da. Das nächste Mal, als sie so reagiert hat, war, als Olli nach Hause kam. Ja. Das war der Moment, als sie gerade nach Hause kam. Gerade durch die Tür rein. Das war Ollis Hallo. Ja. Abonniert Twitch Clips Germany! Freunde! Er ist alleine! Der Blick von Gronkh in diesem Vorschaubild ist ja fantastisch. Und mal wieder ein Vorschaubild mit uns, das finde ich toll. Da freue ich mich. Vielen Dank dafür. Freunde, wenn ihr wollt, dass wir nicht mehr Platz 39 sind, sondern Platz 38 werden, dann schaut uns gerne zu, wenn wir live sind auf twitch.tv/Dr. Freud oder Platz 36. Das wäre noch besser. Und Alter, hast du verkackt. Du hast gerade selber noch gesagt, die Zahl darf nicht höher werden. Hä? Was? Hä? Die Zahl darf nicht höher werden? Ja. Aber 38 ist niedriger als 39. Und 36 ist niedriger als 38. Welcher Platz sind wir? Ich dachte 37. Nein, 39. Oh, verdammt. Nein, wir wollen Platz 1. Tötet viele andere. Florian, da bin ich auch noch kurz was dazu sagen darf. Gut, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Genau das, was Flo gerade macht. Genau das da lassen. Und dann sehen wir uns schön im nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss. Ciao.